Hi, willkommen zu meinen März-Favoriten. Ich habe ein bisschen die Stimme verloren, deswegen wundert euch nicht, falls es sich ein bisschen anders anhört oder falls ihr während des Videos irgendwie versagt. Aber wir versuchen hier durchzupowern. Auf jeden Fall bin ich ja im März relativ lange gereist, also 2 Wochen. Das heißt, das ist immer für mich eine gute Möglichkeit, um Sachen zu testen bzw. zu sehen, ob ich etwas wirklich mag und es funktioniert und ich das vertrage. Und unter anderem hatte ich das hier mitgenommen, allerdings in der Reisegröße. Das hier habe ich zu Hause in der Dusche stehen, die große Pulle. Und zwar ist das von CeraVe, die feuchtigkeitsspendende Reinigungslotion für normale bis trockene Haut. Ich hatte vorher die für Mischhaut, die war aber eigentlich auch für jede Haut geeignet. Das war so ein bisschen mehr schaumiger. Okay. Aber diese hier ist so ein bisschen mehr geliger. Ich mag gelige Konsistenzen einfach irgendwie lieber, aber das hat überhaupt gar keinen Grund. Auf jeden Fall ist die mit Ceramiden und Hyaluronsäure, aber was ganz, ganz wichtig ist, die ist super, super mild. Ich habe die, wie gesagt, in meiner Dusche stehen und damit wasche ich mir morgens immer das Gesicht und die ich davor hatte für Mischhaut, die hat wirklich, ich habe keine Ahnung, wie lange gereicht, also Monate und Monate und Monate, ging nicht alle, was ich super finde. Die ist auch nicht allzu teuer, bekommt ihr in der Apotheke oder auch online auf jeden Fall. Und ich kann das sehr empfehlen, soll ein Dupe sein zu dem Glossier-Reiniger, den es gibt, der wesentlich teurer ist für weniger Inhalt und den auch einige nicht so gut vertragen. Deswegen vielleicht das mal probieren. Und dann habe ich noch einen günstigen Favoriten im Hautpflegebereich. Ich freue mich ja immer, wenn ich in der Drogerie was finde, was richtig gut bei mir funktioniert. Und zwar ist das von Neutrogena ein Serum. Ich bin ja immer auf der Suche nach neuen Serien. Ich liebe ja das von Réval de Loup und auch eins von Balea. Die haben super Serien. Aber gerade so bei den teureren Marken in der Drogerie habe ich bis jetzt nicht so tolle gefunden. Und das ist das Hydro Boost Aqua Perlen Serum. Sieht auch total schön aus, finde ich. Und da habe ich jetzt schon, was ist denn das so, schon mehr als ein Drittel, fast die Hälfte, glaube ich, aufgebraucht. Und das ist richtig schön Feuchtigkeit spenden, es ist schön leicht. Es hat so ein bisschen dieses leicht klebrige, aber nur so ein paar Sekunden und dann ist es weg. Aber im Gegensatz zu anderen Serien ist es nicht so, dass sich meine Haut danach total trocken anfühlt, beziehungsweise so wie, oh, du musst jetzt sofort die Creme auftragen, sondern im Gegenteil fühlt sie sich irgendwie so prall an, finde ich. Es ist aber trotzdem ein leichtes Serum, also für jede Haut geeignet und natürlich aus der Drogerie, also nicht allzu teuer. Und ich persönlich vertrage das ganz gut. Bleiben wir beim Gesicht, da habe ich im dekorativen Bereich 2 Favoriten, die ich zusammen benutze. Den habe ich euch schon 1000 Mal gezeigt, aber weil ich jedes Mal in Tutorials Fragen bekomme, was ist denn das für ein Pinsel, wollte ich ihn nochmal zeigen. Und zwar ist das für mich wirklich der beste. Also Charlotte Tilbury hat auch so einen sehr ähnlichen, der ist auch richtig gut, aber den finde ich ein bisschen besser noch. Beste Foundation und Concealer Pinsel, das ist der Heavenly Luxe Complexion Perfection All Over und Conceal Pinsel von It Cosmetics. Und den habe ich jetzt seit Monaten und den benutze ich wirklich die ganze Zeit. Nur wenn er dreckig ist und ich ihn waschen muss, nehme ich andere Pinsel. Und der blendet einfach Foundation so schnell ein und so ebenmäßig. Ich hatte jetzt einen anderen zugeschickt bekommen, den ich jahrelang ausprobieren wollte und ich war total enttäuscht, weil der total Streifen gezogen hat und ich dachte, oh, das macht der hier auf gar keinen Fall. Der ist natürlich relativ preisintensiv, aber ich finde halt Pinsel, also ich glaube, ich habe in meinem Leben vielleicht 2 Pinsel weggeschmissen, weil die wirklich im Arsch waren und ich die nicht mehr kleben konnte und die nicht mehr gehalten haben. Aber ansonsten hat man so gute Pinsel eigentlich ein Leben lang. Und den Pinsel benutze ich zusammen sehr gerne mit dieser Foundation. Die habe ich mir in den USA gekauft. Ich hatte für Dior eine kleine Kooperation vorbereitet, beziehungsweise ich habe mit ihnen gearbeitet bei Instagram. Und da ging es um diese neue Forever-Serie. Es gibt davon eine matte Foundation und das hier ist jetzt die Skin Glow Variante. Ich habe die Farbe 3WO und es war wirklich, also es war so schwer, diese Farbe zu finden. Die war überall ausverkauft. In keinem Sephora habe ich diese Farbe bekommen. Ich war in sämtlichen, ich war auch bei Ulta und ich habe keine Ahnung, überall geguckt, ob wo gibt es überhaupt Dior und wo finde ich die Farbe und so. Das war echt schwer. Ich habe es dann tatsächlich bei Macy's gefunden. In Deutschland ist es wesentlich einfacher, das zu finden. In den Stories zu der Kampagne hatte ich euch auch verlinkt, so ein Storefinder von YBPN.
Da kann man halt gucken, wo es diese Foundation genau gibt und die swatchen und so weiter, weil ich finde es sehr, sehr wichtig bei der Foundation, dass ihr die richtige Farbe findet. Ich habe erst 3N oder so gehabt und das ist halt neutral und die ist bei mir viel zu rosa. Und die hier ist richtig schön olivstichig, aber auch nicht zu sehr. Also ich glaube, das ist auch eine Farbe, die sehr, sehr vielen passen könnte, weshalb sie wahrscheinlich in den USA so viel ausverkauft war. Auf jeden Fall kommen wir zum Produkt, bla bla bla. Das ist eine Foundation, die für mich nicht super glowy ist. Also auch hier wieder, lasst euch da nicht beirren, falls ihr nicht allzu glowige Foundation tragt. Ich habe sie auch aufgetragen und ich finde, man hat auf jeden Fall so dieses Spiel. Also sie sieht strahlend aus, aber nicht super glänzend. Also auch für Mischhaut finde ich die super, sogar bis zur öligen Haut. Man kann die sehr gut schichten bis zur vollen Deckkraft. Hält auch den ganzen Tag bei mir. Das habe ich auch selten bei Foundations. Kommen wir zu den Haaren. Ich bin im Moment irgendwie super unzufrieden mit meiner Kunst, meine Haare zu stylen, beziehungsweise der Unfähigkeit, meine Haare zu stylen. Ich weiß auch nicht, aber jedes Mal gucke ich mir meine Haare an, nachdem ich sie gestylt habe und denke so, das hättest du jetzt auch lassen können. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ich meine. Aber ich mag gerade, wie meine Haare sich anfühlen und dass sie sich langsam wieder gesünder anfühlen. Und ich benutze sehr, sehr gerne anstatt von Conditioner so alle 2 Haarwäschen, also so einmal die Woche, eine Maske anstatt Spülung. Und das ist von Shiseido die Fino-Maske. Die hatte ich mir in Japan gekauft. Die gibt es aber auch sehr, sehr einfach in Deutschland online zu bestellen. Die ist auch nicht so teuer, wie man sich vielleicht Shiseido vorstellt. Und die ist von der Konsistenz ganz, die riecht so gut, ganz, ganz dick. Man benötigt nur sehr, sehr wenig davon. Und wie gesagt, meine Haare fühlen sich richtig geschmeidig an, auch längerfristig, also auch einen Tag, nachdem ich sie gewaschen habe. Und da meine Haare ja doch ziemlich strapaziert sind, finde ich, ist das was Gutes. Bei feinem Haar würde ich das vielleicht nicht empfehlen, beziehungsweise wenn überhaupt, dann wirklich nur so in die Spitzen sollten, die bei euch trotzdem, dass sie fein sind, trocken sein. Und dann habe ich ein Parfum, und zwar mein Kalifornien-Parfum. Ich habe irgendwie auf Reisen immer mal gerne mal was Neues mit und dann verbinde ich die Reise irgendwie auch damit. Das finde ich ganz schön. Ups. Und zwar hatte ich das jetzt zum Geburtstag oder zu Weihnachten bekommen, auf jeden Fall im Dezember letzten Jahres. Und zwar ist das Narciso Rodriguez For Her. Und es war ganz witzig, ich war, hatte ich auch glaube ich schon mal erzählt, im Uniqlo letzten Herbst, Winter. Und da war ein hübsches Mädchen, beziehungsweise eine hübsche Frau und sie hat das getragen. Und ich bin durch den Uniqlo gelaufen und dachte so, oh, hier riecht's voll gut. Und dann ist sie an mir vorbei und dachte ich so, das bist du. Und dann bin ich auf sie zugegangen und habe gefragt, was sie trägt. Und dann hat sie halt gesagt, das hier und auch speziell das Schwarze, nicht das Pinke. Glaube ich zumindest. Auf jeden Fall bin ich ja eher ein Freund von Eau de Parfum und das hier ist das Eau de Toilette. Und ich habe dann beides in der Parfümerie aufgetragen, geschnüffelt und aus irgendwelchen Gründen funktioniert bei mir das Eau de Toilette besser als das Eau de Parfum. Das Eau de Parfum ist bei mir schneller weg, auch nicht so intensiv. Also es war ganz komisch. Deswegen habe ich mir dann das Eau de Toilette gewünscht und auch bekommen. Und ich lese euch mal kurz vor, wie die Noten sind. Also die Kopfnote, die man als erstes riecht, ist Bergamotte, Orangenblüte und Osmanthus. Und ich finde auch, wenn man so dran schnüffelt, riecht es schon sehr orientalisch, würde ich sagen. Und frisch auf jeden Fall. Die Herznote ist Amber und Moschus. Und die Basisnote ist Vanille, Vetiver, Patchouli. Also es ist auf jeden Fall ein warmer, orientalischer Duft. Aber er hat auf jeden Fall etwas sehr Frisches und leicht Blumiges. Und das mag ich sehr gern. Ich habe früher sehr gerne orientalische Düfte getragen, aber jetzt ist mir das immer zu viel. Ich kriege schnell Kopfschmerzen. Von dem habe ich noch nie Kopfschmerzen bekommen und ja, sogar auch tagsüber getragen. Vorher habe ich ein anderes tagsüber getragen und das war so mein Abendduft. Aber ich finde letztendlich, ob man das jetzt tags, abends, Winter, Sommer, wann auch immer trägt, man muss sich einfach irgendwie danach fühlen und das ist auf jeden Fall so ein Wohlfühlduft. Und Pluspunkt, Pablo liebt diesen Duft abgöttisch. Kommen wir zu Fashion-Favoriten. Da wollte ich nochmal kurz die Ketten zeigen, die ich trage. Und zwar werde ich immer, immer wieder gefragt, was das ist. Also falls euch interessiert, was ich in Videos trage, das ist immer in der Infobox verlinkt. Und ich habe auch so, ich trage in der Infobox. Und da ist immer das Oberteil oder was ähnliches verlinkt und der Schmuck und so weiter, Ohrringe,
blablabla. Die Ketten sind von Miss Homer und die habe ich auch in meinem letzten Vlog nochmal erwähnt, weil viele gefragt haben, ich habe ja diese Ohrringe von Saphira und die Ketten von Miss Homer, ob die sich unterscheiden von der Qualität und so weiter. Und bis jetzt kann ich das nicht sagen. Beide sind super, es ist nicht angelaufen. Ich dusche damit seit Wochen, Monaten, trage, also nehme das gar nicht mehr ab. Ich finde einfach die Kombination von diesen beiden Ketten so wunderschön, die kommen aber nicht zusammen, also das sind einzelne Ketten. Und ich liebe die total und finde, dass die wunderschön aussehen. Ich liebe auch so diese, also das Gold, diese Art von Gold mag ich sehr, sehr gerne. Es passt irgendwie zu einem, es macht alles so ein bisschen besonderer. Gerade dadurch, dass ich eigentlich eher einfache Teile trage, finde ich, macht das nochmal ein bisschen was her. Ich glaube, das Fashion-Teil im März ist dieser Cardigan von And Other Stories. Den habe ich jetzt frisch gewaschen. Es ist ein Wolf-Cardigan in so einem schönen Camelton und für mich ist es einfach der perfekte Cardigan. Ich habe immer sowas gesucht, was einfach so kuschelig ist, was man überall drüber werfen kann, und gerade auch als wir in L.A. waren, war es zum Beispiel morgens und abends eher kühl und da habe ich gerne den Cardigan drüber getragen und habt ihr auch bei Instagram gesehen, gefühlt jeden Tag getragen, weil der ist so kuschelig. Das Einzige ist, dass der relativ viel fusselt am Anfang, also den muss man ein paar Mal waschen. Ich wasche den übrigens auch ganz normal, aber Handwäsche in der Waschmaschine, und dann fusselt der nicht mehr ganz so doll und ist auch so ein Grobstrick. Pulli. Also ich liebe den über alles und kann ihn euch nur empfehlen. Wie gesagt, nur das Fusseln, das müsst ihr auf jeden Fall bedenken. Und dann, ich glaube, so ein Ding, was viele lieben und viele hassen, sind diese Schlangenboots. Ich persönlich war mir ja auch lange nicht sicher. Ich hatte schon mal vor Jahren welche, aber die habe ich irgendwie nicht so doll getragen. Die waren mir irgendwie zu hoch vom Absatz und der war rund und so weiter und so fort. Und dann habe ich die entdeckt vor 2 Jahren und mich verliebt, wollte sie sofort bestellen und sie waren überall ausverkauft. Das hat mich total aufgeregt. Dann habe ich sie jetzt aber online gefunden, quasi secondhand, und habe sie sofort bestellt und bin so glücklich darüber, weil die sind von der Art quasi wie Sockboots, also die sind eng am Knöchel und das finde ich super schön und verlängert die Beine einfach nochmal optisch. Die sind auch so ein bisschen, ja, angespitzt, würde ich sagen. Und der Absatz ist auch nicht allzu hoch. Also die habe ich auch, seitdem ich sie habe, im Alltag sehr, sehr oft getragen. Auch mitunter Kilometer weit bin ich damit gelaufen. Und ich finde, dadurch, dass das so ein grün-braun ist, schwarz, dass sie fast wie so ein neutraler Ton zu sehen sind. Und ich trage sie sehr, sehr gerne mit allem Möglichen zusammen. Mit Jeans und T-Shirt, mit Blusen, mit Cardigan, mit Jeansjacke, Parker, so Khaki-Parker und so. Also eigentlich passen sie zu wirklich vielen. Ich kenne auch viele Leute, die tragen zu Röcken und Kleidern im Sommer. Also ich finde die super, super toll. Und ich habe auf jeden Fall sowas gesucht, was eben nicht eintönig ist, weil ich habe immer nur schwarze Boots an oder halt eine bestimmte Farbe. Aber so ein bisschen dieses gewisse Etwas hat mir gefehlt und das hat jetzt so diese Lücke gefüllt. Filme, die ich gesehen habe. Ich habe auf jeden Fall endlich Crazy Rich Asians geguckt. Ich glaube, ich wollte eigentlich vorher das Buch lesen. Habe ich nicht geschafft. Habe dann auf dem Flug das gesehen und ich fand den Film richtig schlimm. Ich kann nicht verstehen, wenn jemand den gut findet. Ich fand den richtig so, oh, aber ich hasse halt so Romantikkomödien. Okay, hassen ist ein starkes Wort, aber ich mag sie nicht gerne. Und es war mir viel zu kitschig und vorhersehbar. Und ich habe mir das irgendwie ein bisschen cooler und alternativer vorgestellt, so von der Produktion. Aber es haben mir auch viele gesagt, dass die Bücher wesentlich besser sind als die Filme. Deswegen werde ich die Bücher auf jeden Fall noch lesen. Und dann habe ich gesehen A Star is Born und es lief auf jeden Fall eine Träne runter. Es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr schöner Film. Bradley Cooper ist eh ein super Schauspieler und Lady Gaga hat auf jeden Fall bewiesen, dass sie auch schauspielern kann und das sehr, sehr gut. Ich muss sagen, die Musik war super, aber ich mag solche Themen, ja, weiß nicht, das zieht mich halt irgendwie mal so ein bisschen runter und ich fand es jetzt auch nicht so, oh mein Gott, noch nie so ein Thema behandelt gesehen, aber es war auf jeden Fall ein guter Film, aber ich kenne halt Leute, die irgendwie 4-mal im Kino waren, so gut fand ich ihn jetzt nicht, aber ich würde ihn euch auf jeden Fall empfehlen, ihn mal gesehen zu haben, auch alleine für die Chemie zwischen den beiden und auch die Musik.
An Serien haben wir Terrace House weitergeguckt. Habt ihr vielleicht auch gesehen im vorletzten Vlog. Da habe ich in Kalifornien das angemacht, während wir Donuts gegessen haben. Es war so ein bisschen unser Ritual. Da ist ja die letzte Staffel jetzt quasi zu Ende gegangen. Ja, das fand ich nicht so toll. Also, dass sie zu Ende gegangen ist. Aber es war auf jeden Fall eine spannende Staffel. Falls ihr das nicht kennt, das ist eine japanische Sendung. Die sagen, dass es nicht geskriptet ist und es sind immer drei Männer und drei Frauen, die in einem Haus zusammenwohnen, die aber trotzdem ihren Berufen oder Studiengängen und so weiter nachgehen, aber eben nur zusammen in einem Haus wohnen, also eine große WG und da sind halt überall Kameras. Ja, und das ist, I don't know, irgendwie, ich habe mich in meiner Sprachschule mit einer Japanerin unterhalten, die so meinte, oh mein Gott, du guckst das? So, okay, scheinbar ist es ein Guilty Pleasure, aber ich mag es sehr, sehr gerne. Und was wir auch sehr, sehr gerne jetzt geguckt haben abends, ist King of Queens. Das ist so Pablos, glaube ich, Kinder- und Jugendserie, eher Jugendserie. Und ich habe das früher auch sehr, sehr gerne geguckt und Pablo lachte immer über mich, weil er sagt, ich bin wie Carrie. Und das ist eigentlich eine richtig schlimme Beleidigung, aber ich habe auf jeden Fall so bestimmte Arten von ihr. Gerade so dieses Direkte. Ja. Aber ich liebe die Serie Pablo auch, deswegen gucken wir das sehr, sehr gerne und das gucken wir auf TNT Comedy. Dann habe ich noch drei Musikfavoriten und zwar als erstes den Old School Edit von Anything von SWV. SWV ist eine Frauengruppe R&B aus den 90ern und die Frontsängerin hat auch Here Comes the Man in Black. Oh mein Gott, meine Stimme. Mi. Auf jeden Fall Man in Black, diesen Titelsong hat sie gesungen. Meine Stimme ist so, es tut mir leid. Auf jeden Fall liebe ich SWV und den Anything, also Anything habe ich schon lange nicht mehr gehört und das kam in L.A. im Radio und dann dachte ich so, mein Gott, ja. Und es hat mich so zurückversetzt in die Zeit, in der ich das sehr, sehr viel gehört habe und es ist einfach nur ein richtig geiles Lied. Es macht einfach gute Laune. Einfach so das gute Laune-Lied. Wahrscheinlich hätte ich es euch erst im Sommer wieder zeigen müssen, aber ich zeige es euch einfach nochmal. Und das zweite Lied findet ihr übrigens alles in meiner März-Playlist bei Spotify. Verlinke ich euch auch unten. Ist von Weldon Sunrise, Morning Sunrise. Weldon Sunrise, Morning Sunrise? Nee, das stimmt nicht. Weldon Irvine, Morning Sunrise. Ein Klassiker. Auch ein Stück, was sehr, sehr oft gesampelt wurde. Ist doch so beruhigend. Und das letzte Lied ist von Neil Francis, kannte ich glaube ich nicht, und heißt Music Sounds Better With You. Falls euch das was sagt, ja, es ist ein Cover. Es ist quasi die moderne Version von dem Song. Von wann ist denn der Song? Auf jeden Fall so von den 2000ern. Und ich liebe das Original und ich finde aber, das ist eins der wenigen neuen Versionen, die ich wirklich auch sehr, sehr gerne mag. Es ist einfach ein bisschen schneller und ja, einfach so ein bisschen 2019. Meine Hand. Ich würde gerne noch viel länger mit euch diese Musik hören, aber das geht ja leider nicht. Hört euch auf jeden Fall die Lieder an und die anderen Lieder an in der Spotify-Playlist. Ich finde, diesen Monat habe ich gerade eben auch auf Reisen sehr, sehr coole Sachen gefunden und gehört im Radio. Warum sind die Radiosender im Ausland eigentlich so viel besser? I don't know. Früher fand ich Radiosender, gerade auch hier in Berlin, ich habe mich so darauf gefreut, immer wenn wir in Berlin waren, weil die Radiosender so gut waren. Und jetzt, I
weiß ich nicht, ist einfach nicht so mein Geschmack. Gibt es irgendwie nicht, was ich gerne höre. Naja, auf jeden Fall sind das meine Musikfavoriten und bitte schreibt eure Musikempfehlungen in die Kommentare, genauso wie eure Favoriten im Monat. Was habt ihr für einen Film gesehen? Serien, die ihr mir empfehlen könnt? Wir haben alles zu Ende geguckt und okay, King of Queens geht immer weiter und weiter und weiter und weiter. Aber falls ihr was habt, wartet mal, wie hieß das? Es gibt doch jetzt so eine neue Serie mit so Superhelden. Wie hieß denn das nochmal? Mit so 3 Wörtern, glaube ich. Das hat meine Mutter empfohlen. Vielleicht gucken wir das. Wenn ihr wisst, was ich meine, schreibt auch gerne, wie das hieß und ob ihr das gut findet oder nicht gut findet. Ja, jetzt halte ich die Klappe, weil meine Stimme geht sowieso. Deswegen bis zum nächsten Mal. Ciao.